Was geht, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zum siebten Game. Stehen jetzt 6-0. Und jetzt geht es so langsam ans Eingemachte. Wir haben jetzt Platin MMR. Das heißt, es sieht schon mal ganz gut aus. Also es ist so gemischt. Es ist noch höheres Platin, beziehungsweise ja, wie man es sehen will. Und dann halt niedrigeres Gold, also Gold 2, Platin 5, Platin 4, Gold 1. Also es ist halt noch gemischt. Aber es ist so jetzt schon auf einem guten Weg, sag ich mal, zu Platin. Ja, dass wir dann entsprechend halt auch eine hohe MMR bekommen. Dass wir da relativ high eingestuft werden. Ich bin mal gespannt auf das Matchup gegen Renekton. Der ist relativ gut. Und ja, der steht halt 7-0 auf dem, also könnte spannend werden. Jo. Da, sonst gibt es keine auffälligen, also alle stehen auf jeden Fall positiv auf ihren Champions, das ist schon mal eine gute Nachricht. Aber der 7-0 Renekton ist natürlich krass. Schade, dass es nach dem Game 7-1 ist. Aber ja. Sorry. Das mit dem Invade wird wohl nix. Zwölf Sekunden Cooldown. Oh, Nunu sollte jetzt auch noch kommen. Gestern hatte ich übrigens ein ganz lustiges Match. Da gingen auch kurz danach die Rank-Queues waren dann disabled. Aber wir hatten einfach mal ein 4 gegen 3. Jetzt auf meinem Main-Account. 4 gegen 3, ja. Bei uns war der Top-Laner Swain AFK. Bei den Gegnern war, glaube ich, der ADC und der Midlaner AFK. Das richtig in Erinnerung habe. Ja, war dann halt ein Free-Win, hat zwar nur 11 Punkte gegeben, aber ja, die nimmt man trotzdem an for free. Nur ist noch nicht da. Der wollte unbedingt jungeln. Und verpasst jetzt seinen Start. Der hat nämlich hier schon groß rumgetönt, dass er sie alle ficken wird. Ja. Sehen, ob es jetzt wirklich dazu kommt. Komm schon, Crit. Crits wollen momentan noch nicht. Ah, jetzt. Hey, Crit.
haben wir ihm noch einen Crit mit auf den Weg gegeben. Michael hält jetzt schon early aus der Lane forcen. Aber nix da. Ah, fuck. Der Q, der wollte ich dodgen. So, wann könnte ich da mal weggehen? Vielleicht wenn ich meinen Vampire... Okay, das könnte ich ja jetzt schon bauen. Er ist halt mega gefährlich, ne? Wenn er das gerade nicht so zeigen will, aber er ist es. Passend dazu macht er einen scheiß Engage. Ich natürlich werde aufpassen, der hat TP. Ich fühle mich gerade so wie der Renekt. Also, nee, ich weiß, wie der Renekton sich gerade fühlt, weil ich mich so früher auch mal gefühlt habe, Alter. Weißt du, wenn man fest davon überzeugt ist, Alter, ich pauke den so hart raus, Mann, ich gewinne die Lane jetzt. Dann macht man einfach so dumme Plays, so viel zu aggressive, ja. Gerade wenn man doch schon eher am Gewinnen ist, kann man das doch ganz ruhig weitermachen, so wie man bisher die ganze Zeit gewonnen hat. Jetzt will das wissen. Ich kann halt jetzt auch schon zurück traden. Außerdem habe ich jetzt auch schon Lifesteal. Ja. So schnell passiert das dann. Dann werden aus einem Death wird dann auf einmal ein zweiter und ein dritter und ein vierter. Und sowas, meine lieben Kinder, nennt man dann Snowball. Wer ist jetzt halt auf die Lane gekommen, war super aggressive. Ja, er wollte wieder direkt seinen Poke raushauen, beziehungsweise mich halt ein bisschen down kriegen. Und so, war sogar noch unnötig, da ich noch die Ulti gecastet habe. Ich meine, ich war ja locker am Gewinnen, aber wollte halt sicher gehen. Dass da jetzt nichts passiert. Und so verliert man dann halt eine Lane, wenn man ungeduldig ist. Hatte das gar nicht nötig, hat das eigentlich voll gut gemacht. Hat mir Farm denied. Jetzt kommt er schon wieder an, Alter. Er lernt auch nicht dazu. Jetzt muss ich halt ein bisschen vorsichtig sein, klar, ich habe keine Ult. Ja, sobald ich wieder Ult habe, kann ich ihn halt wieder easy fighten. Das hat überhaupt kein Problem mehr. Ja, momentan, ich habe ihn halt zweimal gekillt, toll. Aber das ist jetzt kein Grund für mich, da irgendwie die ganze Zeit jetzt super aggressive zu gehen. Easy. So, Leute. Das zeigt eigentlich perfekt immer schon ruhig spielen. Ja? Nicht sich aus der Ruhe bringen lassen, wenn man mal einen Daumen gepokt wird. Ihr habt's gesehen, Alter.
Early hatte ich überhaupt gar keine Schnitte gegen den. Ich meine, der Typ weiß, wen er da spielt. Der steht 7-0 auf dem Champ. Ist zwar jetzt vielleicht von der Erfahrung nicht da nicht ganz so viel wie ich und das wahrscheinlich auch das Entscheidende, was jetzt hier den Unterschied macht. Und so schnell kann man dann einfach 4-0 stehen. Mit. So, jetzt kann ich mir mein TP eigentlich schon immer safen für Botlane Ganks. Und so kann ich dann halt auch den anderen Lanes aushelfen. Ja. Und er ist halt mega, also er hat halt die mega Stats auf Renekton. Aber jetzt mit dem Double Buff sieht das ganz gut für mich aus. Was will er machen? Wird jetzt einfach nur noch weggeklatscht. Ja, der braucht da gar nicht mehr stehen. Der kann jetzt in den Jungle sich verpissen. Was will er machen gegen den 5-0-Tonder? Muss ich halt nur hoffen, dass die anderen Lanes jetzt nicht fliegen. Müssen das jetzt einfach safe spielen. Solange die das machen, ist alles okay. Zwar vielleicht nicht unbedingt nötig, aber ich bin jetzt ein Drake. So, jetzt holt er halt mein Turret. Ich kann halt jederzeit kann ich das gleiche machen. Ich hab's halt bis jetzt noch nicht gemacht, weil ich nehme die Kills dankend an, ja. Kann ihn jederzeit wieder killen. Wollen wir hoffen, dass der Jungler hier nicht ist. Und dann sieht das wieder alles okay aus. Man muss halt wissen, wann man einen nicht mehr fighten kann. Der wusste es nach dem ersten Dash schon nicht mehr. Eigentlich auch direkt für Infinity gehen vor Borg. Ich glaube, ich gehe jetzt, ich mache jetzt Infinity fertig, lass Borg erstmal so. Und passt das. Kurz ein bisschen defensiver spielen, habe erst in 30 Sekunden der Ult. Auch noch besser, wenn die den König nimmt.
dass das Ganze so abläuft, hätte ich jetzt in meinen Träumen nicht erwartet, ja. Da brauche ich jetzt gar keine Kills mehr zu nehmen, das bringt eh nicht so viel, wenn ich dann am Ende damit 20 Kills stehe und mein Team trotzdem verliert, weil ich scheiße spiele dann in den Fights. Teile lieber diese Verantwortung mit anderen, mit denen die Kills. Jetzt kann ich halt dort machen, was Anekton schon getan hat. Ah, komm, reite mich. Reite mich und du stirbst. Die Karin hat was dagegen, da ich weiter push. Das kommt auch keiner aus meinem Team. Was ist er denn? Ein Plan. Wichtig ist natürlich auch jetzt nicht zu overextenden. Ich weiß halt immer noch nicht, wo Hikarim ist. Er ist wahrscheinlich halt weggegangen, aber. Hat auch keine Garantie. Anekton ist Bot, Tapper ist in 9 Sekunden TP. Nein, Morgana bleibt jetzt Mitte. Ich weiß nicht, ob das so ein guter Trade ist. Mitte haben wir jetzt nicht ganz bekommen, aber trotzdem okay, denke ich mal. So. Wenn Renekton denkt, er kann pushen, einfach nochmal einen kurzen Besuch abstatten. Weiß halt auch, was Sache ist, ne? Einfach nur kurz Hallo sagen, ne? Einfach kurz Abwehr machen. Von Not killt dann halt. Wenn er zu viel will, dann einfach killen. Das ist halt immer so, so spielt man das halt so. Ein kleiner Ratschlag an euch. Wenn er zu viel will, einfach killen. Weiter kann ich jetzt nicht gehen, da ist nämlich ein wildes Pony. Ja komm, komm ran, Junge. Haben wir einen kleinen Fehler gemacht, ich bin zu lang hier geblieben. Ein Tründer mit einem GF-Sword und einer Spitzhacke. Und sogar noch so einem tollen Mantel hier. Macht ein bisschen mehr Damage. Jetzt ein bisschen bitter gewesen. Nochmal Azirkel. Okay, schade. Ich dachte, vielleicht geht's ja.
Ah, Rennek dran. Wäre wirklich sehr süß, wenn du weiter pushen. Komm schon. Yogi, enttäusch mich nicht. Nicht den Bomb machen. Ist nicht für dich. Ich kill dich, Alter. Oh, Grüße. Sieht ganz gut aus. Haben jetzt hier grünes 11-0 und Infinity Edge jetzt auch schon ready. Das heißt, wir können jetzt auf Borg gehen. Dann die pushen wir kurz Bot. Beziehungsweise wir nehmen uns einfach den ganzen Farm. Sind wir mal ehrlich. Wir sind ja nur Farmgeil hier einfach. So. Zack. Jetzt schon ganz guter Damage, finde ich. 700er Kritz. Nach 20 Minuten. Kann man mal machen. Jetzt natürlich ein scheiß Bot da zu fighten. Ist klar, aber naja. Ich habe halt auch keine Ult. Ist halt ein Nachteil vielleicht. Und jetzt werden kurz Leben beendet. Jo, ist klar, Junge. Glaubst du selber nicht, dass du wegkommst. Jo, das war's auch schon. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.